So, noch kurz was trinken. Oh, Saskia. Peace, meine Freunde. Mein Name ist Georginia und willkommen auf meinem Kanal zurück. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, Freunde, heute kommen wir zum kleinen Thema, was mich auch ein bisschen beschäftigt hat, jetzt die letzten Tage, ich habe es rausgehört, auf YouTube ist das Thema auch schon irgendwie schlechthin und ich habe mir gedacht, George, du musst auf jeden Fall was dazu sagen, weil es geht sich hier darum, Facebook kauft WhatsApp für 19 Milliarden Dollar. Ob es viel Geld ist, das wissen wir natürlich, klar, es ist viel Geld, aber darum geht es mir jetzt gar nicht in dem Video, mir geht es hier viel mehr darum, was passiert jetzt in Zukunft mit WhatsApp? Ich habe mir auf jeden Fall schon mal eins gesagt, sollte es eine Verknüpfung mit Facebook geben, und die würde es definitiv geben, und es wäre zwingend notwendig, dann werde ich definitiv wechseln. Ja, es gibt auf jeden Fall im App Store schon den ein oder anderen Anbieter, der das auf jeden Fall auch macht. Hier dieses eine ist auf Platz 1 im App Store. 1,80 Euro kostet das. Das ist natürlich nicht die Welt und die gebe ich natürlich gerne dafür aus, weil ich keinen Bock habe, irgendwie irgendwo gezwungen zu werden, Facebook zu nutzen. Weil ich habe eine Fanpage, ja okay, alles klar, aber ich habe kein privates Facebook. Alles, was ihr jetzt seht, irgendwie, was mit meinem Namen zu tun hat, das ist alles Fake, Freunde, ja. Es ist alles Fake. Ich habe kein privates Facebook. Ich habe nur meine Fanpage und das war's. Und ja, mehr will ich auch gar nicht, weil ich halte überhaupt nicht von der ganzen Facebook-Sache, weil, ja, natürlich hatte ich das mal, ja, das ist aber schon ewig her und das ist einfach widerlich, wie die Leute immer dahin schreiben, was sie für Probleme haben und dann liken das doch irgendwelche und dann schreiben da irgendwelche Menschen, posten ein Bild von sich selber und schreiben, ja, nicht schön, aber selten oder, ja, und dann schreiben da irgendwelche, nein, du bist so schön, nein, du bist tausendmal schöner und, ach, Alter, auf sowas habe ich gar keinen Bock, ich bin einfach aus dem Alter da raus, ich bin 23 Jahre alt, was möchte ich wirklich mit so einem Kindergarten und deswegen hasse ich diese Generation, deswegen mache ich mir auch kein Instagram, kein Twitter, kein gar nichts, deswegen bin ich einfach nur zufrieden, dass ich mein YouTube habe und meine Fanpage, wo ich euch aber natürlich irgendwas zuschicken kann, wenn zum Beispiel jetzt ein Video rauskommt. Ja, da ist ja die Fanpage zuverlässiger als YouTube, weil die Abo-Boxen momentan ist ja, ja, was heißt momentan, ist ja die ganze Zeit so. Mich würde aber mal interessieren, was ihr davon haltet. Ja, was haltet ihr von dieser ganzen WhatsApp-Facebook-Sache und so weiter und so fort? Ich meine, Facebook hat ja auch Instagram gekauft. Ja, ich finde es einfach auch krass, wie sich das Ganze momentan aufbaut. Facebook ist ja sowieso so eine Seite, die alles verkauft. Ja, also wenn ihr irgendwas am Schreiben seid oder irgendwelche Bilder hochladet und so weiter und so fort, ja, dann wird eure Werbung irgendwie zu euch angepasst. Ja, das heißt also, wenn ihr zum Beispiel mit einem Kollegen irgendetwas schreibt, sagen wir zum Beispiel, boah, ich war heute Abend McDonald's, hat übel geil geschmeckt, so, der und der Burger, so, dann wird dein Kollege oder du werdet auf jeden Fall McDonald's-Werbung bekommen. Darauf müsst ihr einfach mal achten, jetzt vielleicht nicht direkt, aber nach einer kleinen Zeit, ja, und dafür ist Facebook da und das kann natürlich bei WhatsApp auch passieren. Natürlich haben die dann auch Zugriff darauf. Die wollten ja auch bei Instagram, was ich gelesen habe, die wollten bei Instagram das so machen, dass, wenn du dann ein Bild hochlädst, dass Facebook also komplett die Rechte daran hat. Also, wenn ihr zum Beispiel irgendeine Werbeagentur sagt, oh, wir brauchen ein paar Bilder für irgendwelchen Urlauber und du warst jetzt zum Beispiel auf den Malediven, hast ein Bild von dir gemacht und die finden das Bild echt passend, da könnten die das einfach so verkaufen an die Leute und ja, du könntest nichts dagegen machen. Ich finde das einfach eine bodenlose Frechheit. Ich möchte mich einfach aus dem ganzen Scheiße raushalten. Ich habe gar keinen Bock darauf und sollte es, wie gesagt, passieren, dass man sich mit WhatsApp, also bei WhatsApp irgendwie Facebook noch verknüpfen muss und so weiter und so fort, werde ich mir definitiv einen anderen Messenger suchen. Ich guck mal, es war ohne Spaß, gab so viele. Damals gab es ja Who, ICQ, MSN. Ja, jetzt mittlerweile ist es geil. So, natürlich, auf dem Handy gab es noch nicht so viele, weil diese Revolution noch gar nicht gab. Aber mittlerweile finde ich es einfach schade, dass Facebook wirklich alles aufkauft. Ja, es ist natürlich für den WhatsApp-Erfinder 19 Milliarden für eine App, die eigentlich umsonst ist. Natürlich ist sie auf dem Android-Markt umsonst. Und im Apple Store hat die mich auf jeden Fall 1 Euro gekostet. Mittlerweile ist sie, glaube ich, da auch umsonst. Ich weiß es nicht genau. Aber es geht ja nicht darum, Freunde. Darum geht es den Leuten doch gar nicht. Facebook geht es doch viel mehr darum, Leute auszuspionieren. Ja, weil die da über... Guck mal, man muss es mal so sehen. Auf Facebook sind die Leute natürlich aktiv. Bei WhatsApp sind die aber 10-mal aktiver. Ja, ich habe da irgendwie eine Statistik gelesen, dass die Leute bei WhatsApp einfach noch viel aktiver sind und wo aktivere Leute sind, desto mehr Informationen bekommen sie und desto mehr können sie mit der Werbung arbeiten, desto mehr Geld kommt rein. Ist doch logisch, Freunde. Und das macht natürlich Facebook. Facebook möchte einfach die ganze Zeit nur Geld damit verdienen. Ich finde es ja auch schade. Zum Beispiel, du hast jetzt eine größere Fanpage auf YouTube. Auf YouTube, sage ich schon. Auf Facebook. So, sagen wir mal, du hast deine 10.000 Likes auf Facebook. Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du dafür zahlen musst, dass deine ganzen Liker da das sehen können. Ja, ich finde das einfach schade, Alter. Ich finde das einfach so krass. Guck mal, man bringt die Leute schon kostenlos. Also man bringt ja jedes Mal Werbung auf YouTube, kommt auf mein Facebook, blablabla. Man bringt die einfach kostenlos dahin. Und irgendwann soll man noch Geld dafür zahlen, dass alle Leute das sehen? Hä, wo ist der Sinn? Die verdienen doch schon Geld damit, damit sie da irgendwie Werbung schalten und so weiter und so fort. Und kriegen dann von uns kostenlos Reichweite. Hä, wo ist der Sinn, Alter? Facebook ist einfach so übertrieben geldgeil. Klar, wie sollen die auch sonst die 19 Milliarden zahlen? Ist natürlich ganz klar, Freunde. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr zu der ganzen Sache sagt. Ich würde mich mal interessieren. Lasst uns mal ein bisschen rumdiskutieren, ja?
ich werde auf jeden Fall da mit dem einen oder anderen mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich würde einfach sagen, ich bin davon nicht begeistert. Ich finde es einfach scheiße. Facebook soll Facebook bleiben und nicht nur Instagram und jetzt demnächst noch Twitter kaufen und noch was weiß ich alles. Sie möchten einfach Monopol bleiben. Das kotzt mich an. Aber wie gesagt, eure Meinung interessiert mich. Ab in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch oder nehmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen, um auszuhalten. Ich würde sagen, bis bald, dann bin ich dabei. Euer Jorginho. Opa! Da hinten ist Hasi. Oh, guck mal, wie süß der ist. Das ist für die Leute, die immer sagen, ja, mach nochmal ein Video mit dem Hasen. Da hinten ist er. Guck mal, der ist am Chillen. Oh.